Hallo, Nicola Herrmann von nicolahermann.de. Ja, ich bin gestern live gegangen. Ich bin zurzeit noch in Iowa, in den USA, und habe gestern ein Live-Video gemacht und habe so ein bisschen erzählt, wie es mir hier so geht. Aua, ich werde hier gerade von... Moment. Von Katzen attackiert. Man sieht, also wenn ich gleich ein bisschen komisch gucke, dann liegt es daran, dass mich irgendjemand gebissen hat. In die Hand. Also ich habe gestern ein Live-Video gemacht, habe ein bisschen erzählt, wie es hier so ist und was mir hier so aufgefallen ist. Und ja, gerade in meinem, natürlich zu meinem absoluten Steckenpferd im Thema Ernährung. Und ja, und ich habe gesagt, dass man hier ganz klar sieht, was für einen Unterschied Ernährung macht. Und da bin ich von einigen von euch gefragt worden, ja, woran ich das denn festmachen könnte oder wie ich denn diese Behauptung aufstellen kann. Ja, das ist natürlich keine gesicherte Studie, die ich hier betreibe. Aber wenn ich mir halt anschaue, ich bin ja hier in meiner alten, in Anführungsstrichen, Gastfamilie. Ja, und die sind alle jünger als ich. Und wenn ich mir halt anschaue, wie viele Tabletten die nehmen gegen Sodbrennen, gegen hier, gegen da, Knie kaputt, übergewichtig. Und ich will das jetzt gar nicht so... ja, so schlecht darstellen, weil das wirklich auch alles Menschen sind, die ich sehr mag. Aber wie gesagt, wenn ich mir dann halt nur rein die Fakten angucke, dann ist das schon so, dass mich das sehr erschüttert auch. Weil ich denke, es würde ihnen sehr viel besser gehen, wenn sie ihre Ernährung umstellen würden. Und das ist halt natürlich was, ja, das ist, kann man ganz schlecht von außen auf obtruieren. Das ist halt wirklich was, das muss man selber für sich entscheiden. Und da muss auch irgendwie, ja, der Weg auch passend sein, weil ich denke, es gibt viele Wege, die man finden kann für sich, einfach zu einer guten Ernährung zu finden. Ich glaube nicht, dass es den Stein der Weisen gibt. Nicht umsonst gibt es in der TCM ja auch unterschiedliche Ernährungstypen, die sich unterschiedlich ernähren sollen. Und da gehe ich ehrlich gesagt ganz, ganz fest von aus, dass nicht jede Ernährung eins zu eins zu jedem passt. Das heißt, man muss halt ein bisschen schauen, was passt zu dem Einzelnen. Was ich aber wirklich glaube und was bei allem, was, ja, wenn man sich so das anguckt, was es gerade so wieder aktuell, hallo Claudius, auf dem Ernährungsmarkt gibt, von Paello, über vegan, über Low Carb, über Low Fat, was immer, man kann es sich sehr aussuchen, es gibt immer wieder was Neues, aber wenn man sich die meisten Sachen so anguckt, dann, also zumindest die seriösen Sachen, dann haben die nämlich eins gleich, halt wirklich, dass Obst und Gemüse immer eine Basis sind. Und das ist das, was hier absolut fehlt. Ich habe erzählt, dass ich gestern einkaufen war, weil wir sind aus Wyoming wiedergekommen, nach einer 15-stündigen Autofahrt. Und ich hatte das Gefühl, ich muss einfach was Anständiges essen. Und dann habe ich mir gestern ein Auto geliehen und wir sind losgefahren und haben eingekauft. Meine Tochter und ich. Und ja, dann kamen wir zurück. Ich hatte wirklich auch das Gefühl, der Kühlschrank ist leer gefegt. Hallo Claudius, ich freue mich auch. Hallo Julia, schön euch zu sehen. Ja, also ich habe, für mein Gefühl war der Kühlschrank absolut leer gefegt. Und dann sind wir einfach einkaufen gefahren und ich habe halt das gekauft, was ich so dachte, was ich mal so mitbringen sollte für uns und was ich gesehen habe, was fehlt. Und ja, und ich kam wieder und habe gesagt, ja, so sorry, ich hätte gerne mehr eingekauft, aber ich habe hier mein Handy funktioniert hier nur mit WLAN. Und ja, ich konnte also nicht anrufen, fragen, was soll ich denn sonst noch so mitbringen, was plant ihr denn zu essen? Ja, und ich kam wieder und der Kühlschrank sah genauso aus wie vorher.
Und da ändert sich jetzt auch nichts dran, weil es wird hier einfach nicht gekocht. Es wird Pizza bestellt und morgen oder man wird irgendwo, es wird irgendwo angehalten und essen gegangen. Aha, ihr arbeitet gerade im Garten. Ja, super. Ich sitze im Garten. Guck mal. Sehr schön, oder? Ja, und deswegen habe ich auch Zeit, hier so zu plaudern. Ja, auf jeden Fall. Ich mach das sofort wieder weg. Ja, okay. Für alle, die es nicht sehen, hier fliegen gerade die unterschiedlichsten Smileys rein, weil ich jetzt hier im Garten sitze und nichts tue. Ja, also das ist halt so das, was mich hier auch wirklich absolut erstaunt, ist, wie wenig. Wir hatten es dann abends noch, also ich habe noch nicht mal was gesagt, ich habe einfach nur jede Menge Obst mitgebracht. Erdbeeren sind hier gerade, wie auch bei uns, super lecker und im Angebot. Und ja, das war dann alles auch innerhalb von einer halben Stunde aufgegessen. Also ja, es ist jetzt nicht so, dass es kein Mensch essen würde, sondern eher im Gegenteil, die ganzen Kinder und so haben sich draufgestürzt und es war ja innerhalb von einer halben Stunde weg. Und ja, und dann sagte sie auch, nee, ich koche nicht, weil da müsste ich ja jeden Tag einkaufen gehen. Dazu habe ich keine Zeit. Ja, und wie gesagt, und das ist halt so, ja, das ist halt sowas, ja, das erschüttert mich schon so ein bisschen, vor allen Dingen halt, wenn ich auch sehe, wie es denen so gesundheitlich geht. Ich habe mal geguckt, was da so an Nahrungsergänzung im Schrank steht oder im Badezimmer steht. Und da ist echt einiges dabei. Und da sollte man eigentlich meinen, wenn es nur um Nahrungsergänzung geht, müssten die alle hier in einer Topform sein, sind sie aber nicht. Ja, und das ist halt der Grund, warum ich sage, das ist halt der Grund, warum ich sage, das macht schon einen Unterschied, wie man sich ernährt, weil, wie gesagt, wenn ich mir angucke, wie es denen gesundheitlich geht und wie viele Medikamente die nehmen, dann ist das schon ein sehr, sehr großer Unterschied zu dem, wie ich mich fühle und wie fit ich so bin. Ja, und das ist halt so die Quintessenz, die größte Quintessenz, die ich gezogen habe, weil wir kennen alle die Bilder von den übergewichtigen Menschen aus den USA und es ist wirklich so, dass es sehr, sehr viel mehr ist als bei uns. Ja, okay, so, also das zu der Frage, wieso ich zu der Aussage komme, dass Ernährung einfach so einen großen Effekt hat auf das Wohlbefinden. Und ja, wenn ihr Lust habt, halt es auch einfach mal auszuprobieren und auszuprobieren, was für einen Unterschied es gibt. Vielleicht auch im Urlaub es einfach mal austesten wollt, wie es ist, wenn man wirklich mal darauf achtet und seine Batterien richtig aufladen will. Also nicht nur durch Ausschlafen und nicht arbeiten müssen, sondern halt wirklich da nochmal einen Tacken oben drauf zu setzen und zu sagen, hey, ich möchte echt mal den Unterschied wissen und ich möchte halt im Urlaub nicht in die Pizza Fast Food Schiene so, ja, so hauen, dann oder mit mehr Gewicht aus dem Urlaub kommen, wie ich reingegangen bin, dann kommt auch in meinen Workshop am 19.06. von 9:30 bis 12 Uhr. Wir kochen zum einen live. Ja, es gibt ganz viele Rezepte, die natürlich nicht nur urlaubstauglich sind, sondern die kann man auch ganz, ganz super für seine Küche halt gebrauchen. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann kocht doch mit. Und es gibt natürlich Tipps. Was mache ich am Buffet? Was mache ich, wenn ich campen gehe? Was mache ich, wenn ich in der Ferienwohnung, wie gesagt, ne, nicht stundenlang am Herd stehen will? Was kann ich da tun? Ja, und das alles gibt es in meinem Workshop online. Also das heißt, du kochst in deiner Küche, ich koche in meiner Küche und trotzdem kochen wir zusammen. Und wenn du Lust hast und sagst, boah, da habe ich irgendwie Bock drauf zu gucken, wie das so funktionieren kann, dann schick mir doch eine E-Mail oder eine PN und ich schicke dir dann alles zum Workshop zu. Beziehungsweise ich verlinke dir natürlich noch die Seite zum Workshop,
gleich hier unter und über dem Video. Okay, so, das war es von mir. Ich wünsche euch noch ein ganz tolles Pfingstwochenende. Hier ist das Wetter ganz wunderbar und wir werden gleich auch noch ein bisschen was unternehmen und dann natürlich packen und morgen nach Hause kommen. Gut, alles klar. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ich freue mich. Tschüss.